Wir werden heute hier über den Nibbletronic reden. Wir haben hier C-Trap, der seit heute C-Trap heißt. Ein Elektronikingenieur. Media controllers and playing with it. Und er nutzt gerne MIDI-Controller und spielt damit und er macht Musikinstrumente. Er wird uns zeigen, wie man dahin kommt. Der Musiker, der hier mit teilnehmen sollte, ist heute krank. Vielleicht holen wir jemanden aus dem Publikum, um hier die Instrumente zu spielen. Okay, ich bin hier ein bisschen nervös. Bitte fragen, sofort fragen. Ich werde euch erzählen, was ich gemacht habe mit diesem Gerät, was andere vor mir gemacht haben. Und dann wollen wir uns darüber unterhalten, ob ihr das Gleiche ausprobieren solltet. Hier ist das Endprodukt. Das ist der aktuelle Zustand von dem Gerät. Wir sehen auf der linken Seite das Mundstück. Dann haben wir einen Drucksensor, der mit PVC-Schlauch verbunden ist. Wir haben 4 Mikroschalter und ein Mikrocontroller-Board. Einen Joystick haben wir und 2 Schieberegler. Und unten war ein MIDI-Jack, MIDI-Anschluss. Das ist die Vorgängerversion und daran werde ich das Arbeitsprinzip demonstrieren. Es hatte viel mehr Schalter, wie man sehen kann, und es konnte nur 11 Noten spielen. Eine für jeden Knopf und eine für gar keinen Knopf. Das Arbeitsprinzip ist, dass man in das Mundstück reinbläst, wo es in 2 Schläuche geht. Man tut seine Finger auf die Knöpfe und spielt das Ganze wie eine Flöte. Der Drucksensor, der spielt entweder eine Note oder nicht. Und wenn ja, dann kontrolliert er die Lautstärke im Synthesizer. Die Knöpfe definieren, welche Note gespielt wird und was passiert, wenn man die Fingerposition wechselt. 11 Noten sind jetzt nicht so viel, also habe ich entschieden, dass ich ein paar mehr Knöpfe verwende, um mehr Noten spielbar zu machen. Weniger Knöpfe, Entschuldigung. Und die Knöpfe der rechten Hand waren dafür, da 5 Bits zu encodieren. Und mit diesen 5 Knöpfen kann man sozusagen binär zählen, hoch bis zu 31. Das hat gut funktioniert. Man hat eine sehr, sehr schönen Notenumfang. Man kann 4 komplette Oktaven spielen, mit den Halbtönen eingerechnet. Aber es ist ein bisschen schwierig, sich das zu merken. Niemand möchte sich 31 verschiedene Fingerpositionen merken. Also habe ich mir überlegt, wie man das Ganze ein bisschen ergonomischer machen könnte. Ah, wo ist der nächste Knopf hier? Ah. Mit nur 5 Knöpfen kann man noch einen loswerden. Der war für den Daumen gedacht, den konnte man, war schwierig zu spielen. Ich habe 2 andere Schalter hinzugefügt für die rechte Hand und konnte so 16 Noten über insgesamt 4 Oktaven encodieren. Das wurde dann so langsam spielbar. Man musste sich nur merken, welche 12 Fingersätze es gab. Und man konnte auch anfangen, Halbtöne zu spielen, sodass man wirklich 4 komplette Oktaven hatte, was ziemlich gut ist.
weniger Fingersätze ist schon mal besser als 31. Aber 16 Zahlen für nur 12 Noten, die man eigentlich braucht. Dann habe ich entschieden, dass ganze Noten auf gerade Zahlen kommen und die Halbtöne auf die ungeraden Zahlen kommen. Auf diese Art und Weise hat man nur noch 4 verschiedene Fingersätze und das geht tatsächlich. Und es ist beim letzten Kongress auch live gespielt worden so. Das ist sozusagen das resultierende Schema und so ist es in der aktuellen Version auch implementiert. Man kann das mit 3 Fingern spielen und hat den kleinen Finger übrig als Modifikator für die Halbtöne. Das funktioniert ganz gut. Es hat immer noch sehr viele Knöpfe, die gar nicht benutzt werden und hat das kleine Problem, dass es echt schwierig herzustellen ist. Also die ganze Verdrahtung und so, ist das alles zusammenzubekommen, das dauert echt ewig und war nicht besonders ergonomisch. Jede Menge Kabel. Okay, also nächste Iteration des Ganzen und so sieht das Ganze aus. Das ist das, was daraus gekommen ist. Auf der anderen Seite haben wir hier diese 4 Knöpfe für die Noten, den Joystick als Pitchbender und Modulationscontroller. Irgendwie sind die mal auf Synthesizern aufgetaucht, die sind niemals weggegangen, also dachte ich, okay, nehme ich auch einen einfach. Und 2 Sliders, mit denen man alles Mögliche machen kann. Kann man einfach einen Continuous MIDI Controller drauflegen und dann halt immer machen, wo immer man den Controller für haben möchte. Auf der Unterseite gibt es jetzt einen Slider. Der Slider direkt neben dem Drucksensor, der hat früher die Oktaven encodiert und das ist ja jetzt gemappt auf insgesamt 4. Man kann mehr Oktaven rein programmieren, das geht in der Software zu lösen, aber es ist schwierig, diese Oktaven dann zu finden nach einer Weile. Und es gibt natürlich eine Batterie als Energieversorgung, also weniger Kabel. Okay, der nächste Knopf fehlt mir. Den lasse ich aus. Das Schwierige ist, nichts von dem, was ich gemacht habe, ist wirklich neu. Es gibt jede Menge Leute, die Ähnliches gebaut haben vorher schon. Besonders in einem bestimmten Musiker-Blog findet man einen Haufen Leute, die halt fragen nach solchen Eigenbauten. Es gibt eine ganze Menge solche Selbstbauten da draußen, mit Anleitungen zum Teil. Der hier ist interessant, weil von Nystina, weil der angefangen hat, in den 60er Jahren diese Sachen zu bauen, bis in die 70er rein. Und dann gibt es tatsächlich diesen einen kommerziell erhältlichen von Arkheim. Und da ist also eigentlich eine Person, die diese ganzen Profisachen da baut. Es gibt eine ganze Menge selbstgebaute Sachen. Die sind halt auf dem Markt. Und ich habe noch niemals gesehen, dass jemand einen in einer Performance benutzt hat. Ich weiß nicht warum, aber es gibt auf jeden Fall diese Dinge in Existenz. Man kann eine Lichtshow damit kontrollieren, man kann den Synthesizer damit kontrollieren. Aber der richtige Vorteil von EWIs ist, dass traditionelle Instrumente von durch die darunterliegende Physik definiert werden. Mit einem elektronischen Gerät kann man machen, was man will. Man hat keine Einschränkungen. Man kann auch für behinderte Instrumente bauen, die vielleicht nicht die richtige, die normale Anzahl von Fingern haben.
man kann ein Windinstrument bauen, ein Blasinstrument bauen, was zum Beispiel mit den Füßen betrieben wird, wenn der Künstler keine ausreichend starke Lunge hat. Und so kann man Leuten Instrumente zur Verfügung stellen, die sie sonst nicht spielen könnten. Hier ist ein Beispiel, ein Design-Beispiel für ein EWI, für einen T-Rex. Das heißt also, mit einem langen Hals und so weiter. Ein guter Grund ist, zu verstehen, was da ist. Dieses Gerät hier ist von Arkai entworfen oder gebaut. Es hat unten einen Satz von Metallrollen. Die sind auf der gegenüberliegenden Seite von den Knöpfen für die linke Hand. Ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht verstanden, warum jemand sowas bauen würde. Und als ich dann mein eigenes gebaut habe, so if you're really interested, I own this device and I know how to play it. And if you know how to play a saxophone, it's completely obvious why you want to build it that way. Ich habe dieses Gerät und ich habe ein Saxophon und ich weiß, wie man das spielt. Und wenn man ein Saxophon hat, dann weiß man sofort, warum das so gebaut ist und warum man das haben will. Gibt es hier Saxophonspieler? Ja, okay. Maybe they can help you with that. I actually figured it out because this ich habe es selber herausgefunden. Hier gegenüber meiner Noten habe ich den Schieberegler, mit dem ich die Oktave wähle, und das geht relativ schwer. Und ich möchte Noten spielen, die alle Finger loslassen. Aber es funktioniert nicht. Und jetzt kann ich das auf verschiedene Art und Weise überbrücken. But in the end I found out that these rollers at the Archive are actually used for a tape selection. Diese Rollen auf der Rückseite von einem Arkai sind dafür, um die Oktave auszuwählen. Wenn man die Finger darauf bewegt, dann kann man damit die Oktave auswählen. Die Rollen geben ein sehr gutes Feedback dazu, wo der Ton ist und wo der Sound herkommt. Kind of imitated accidentally the big one by Arkai and got to understand. Also indem ich mein eigenes Gerät gebaut habe, habe ich zufällig das Design von dem Großen imitiert und damit dann auch verstanden, warum es so ist, wie es ist. Und das ist ein ausgezeichneter Grund, warum man so etwas selber bauen möchte, um einfach besser zu verstehen, warum diese Entscheidungen getroffen worden sind. Wenn ihr gedacht habt, ihr seht hier etwas ganz Neues, tja, das ist nicht so. Diese Sachen gibt es seit den 60er Jahren. Wenn ihr einen T-Rex bei euch zu Hause habt und der ein Instrument spielen möchte, dann könnt ihr eins für den bauen. Das Ganze hat ein paar interessante Softwareprobleme aufgeworfen. Man möchte auf jeden Fall eine kontinuierliche Atemkontrolle dadurch in dem Gerät drin haben und das ist ein bisschen schwierig zu balancieren. Der Sensor ist nicht so einfach zu bauen. Es gibt ein paar sehr interessante Probleme, die man dafür lösen muss. Wenn man gar nicht bei Null anfangen möchte, dann gibt es hier ein paar Links.
Und die Chordophon, das Chordophon-Block ist richtig großartig. Es gibt eine ganze Menge Theorie, die dort niedergeschrieben ist. Jede Menge Source Code auch, einige Lösungen. Bei Patchman Music gibt es die historische Referenz. Da gibt es diese alten Geräte, von denen ich gesprochen habe, und einige andere exotische Bauteile. Bei Hopkins Electronic Aerophone, da geht es darum, das Ganze drahtlos zu machen. Kann auch interessant sein, wenn man das möchte. Und natürlich hat das Nibbletronic auch, was man hier sieht, auch eine eigene Website mit eigenen Bildern dazu. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich bin ziemlich schnell gewesen dieses Mal. Ich bin, glaube ich, so erleichtert wie ihr. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Fantastisch, vielen, vielen Dank. Wir sind sehr, sehr begeistert, dass du hergekommen bist und über diese Art von Gerät gesprochen hast. Ich kann dich tatsächlich mit ein paar Saxophonspielern verbinden, die diese Art von Geräten spielen. Gibt es Leute im Publikum? Ja, einer. Gibt es eine Möglichkeit, das Instrument wenigstens mal zu sehen? Du hast es ja in der Kiste dabei. Ja, ich habe es mitgebracht. Und es kostet insgesamt, das steht auf der Webseite, was es insgesamt und wie man es baut. Und hier sind so ein paar Boards, aufgrund derer man das bauen kann. Ich möchte jetzt nicht ein ganzes Orchester gründen. Ja, vielleicht gibt es genug Leute hier drin, die das tun könnten. Funktioniert das hier, so wie ich es hier halte? Können wir das ausprobieren, ohne es kaputt zu machen? Jetzt gerade geht es nicht. Die Firmware ist nicht ganz in Ordnung. Ich bin tatsächlich hergekommen auf den Kongress, um das fertig zu bauen und an der nächsten Iteration zu arbeiten. Und diese Lösung für die Oktavenauswahl ist nicht wirklich ideal. Vielleicht gibt es hier Leute im Saal, die dabei helfen können. Ja, tatsächlich gibt es ein paar Leute hier, die möglicherweise was über Hardware wissen. Bin nicht ganz sicher. Hat zumindest keine Hände oben. Niemand? Ah ja, eine. Ja, wir haben einen gefunden und einen zweiten. Sehr schön. Gut, gibt es Fragen? Ich nehme an, ja, ganz hinten. Aus dem Internet. Die Frage ist, warum ein nicht kanonisches Setup für die Fingerknöpfe? Non. Könnt ihr das nochmal wiederholen? Frage nochmal, warum ein nicht-kanonisches Setup für die Finger? Ich habe die Flöte in der Schule einfach gehasst und wollte so weit weg davon wie irgend möglich. Wir kennen das Gefühl. Gibt es noch eine Frage irgendwo? Ah ja, eine Sekunde, bitte ins Mikrofon gehen. Ja. Was genau macht der Atem dann eigentlich? Was macht dieser Drucksensor? Ist das die Lautstärke? Ja, das kontrolliert das Channel Volume. Das ist Controller Nummer 7 des gesamten Synthesizers. So, dass du eine Lautstärke-Hüllkurve für jede Note definieren kannst. In Ordnung? Noch jemand? Noch eine Frage? 4 Mikrofone haben wir. Ja, da drüben. Bitte sehr. Wenn du jemanden sehen möchtest, der wirklich gut ist, sowas zu spielen, dann geh auf YouTube und suche dort von Michael Brecker. Michael Brecker ist Original Rays, heißt das Video, von Michael Brecker und seiner Band. Und dort sieht man jemanden das spielen. Ja, ich werde mir das notieren. Vielen Dank. Niemand sonst Vorschläge? Gibt es eine Band vielleicht, die jetzt hier im Saal zusammengestellt werden kann? Nein? Dann vielen Dank.
Vielen Dank an C-Trap für die fantastische Präsentation.